Ja, hallo YouTuber. Heute Mittwoch. Vor dem Mittag. Ja, Figo ist wieder am Güllen und ja, ich wurde da gefragt, ob ich güllen darf und wie das ist und so. Und ich blende das euch kurz ein, die Prognosen. Und es war ja jetzt auch schon warm. He? Und heute bis 16 Grad. Ich würde sagen, es gibt keine bessere Jahreszeit als jetzt zum Güllen. Warme Temperaturen, die Bodenfeuchtigkeit ist noch da, wo der Boden Gülle aufnehmen kann. Nicht zu trocken, nicht zu nass. Und hier ist Weide, wo ich sowieso, ja normalerweise ist so Anfang April ist Weide beginnen. Da will ich nicht 14 Tage vorher noch güllen ins lange Gras. Oder respektive in der Weide macht man das Gras ja nicht 50 cm hoch und mehr. Darum, ja. So. Ist das wieder mal gut gegangen, ne? Mit dieser Pumpe. Top. Dieses Mal auch keine Streifenvorhänge verstopft. Und ja, bin zufrieden. Ne? Jetzt ist noch die Frage. Ich hätte da noch ein bisschen Mist hier, überall ein bisschen. Ob noch diese Woche, aber ja, wird wahrscheinlich eng. Da gehen morgen noch Schweine weg. Hier hinten in den letzten zwei Buchten und kommen dann auch frische. Darum bin ich morgen beschäftigt. Zum Teil auf jeden Fall. Nur eine draußen, die anderen sind drinnen. Und was noch sollte ich noch sagen? Ah, morgen machen wir noch ein Service vor dem Service beim Roboter. Ja, ein paar Sachen, die nicht mehr ganz so rund laufen. Also er melkt ohne Probleme einwandfrei. Aber zwischendurch kommt der Milchbecher ein bisschen runter und dann zieht er sich nicht drauf zum Anheben. Ja, so kleine Sachen. Damit dann beim nächsten Service ist viel zu erledigen, damit man dann nicht zu lang den Roboter abstellen muss. Ja, weil wenn wir ja Service machen, können wir ja nicht melken. He? Darum muss man nicht unbedingt alles an einem Tag machen. Sonst gibt es Rückstau. Jawohl, darum machen wir morgen auch das Nötigste. Am Morgen eben auch noch. Ja, morgen am Morgen ist viel los. Und dann vielleicht ist Freitag noch etwas zum Anreißen. Mal schauen, wie alles andere läuft. Genau. Ja. Heute Donnerstag. Bin da mit einem Holzwagen unterwegs. Das Brennholz vom Wald heimführen. Und jetzt habe ich da einen Holzwagen gemietet. Und das geht natürlich schon viel besser als mit Hoflader und Kipper und so. Und er hat sogar einen Knickdeichsel. Und ich dachte, das brauche ich nicht in meinem Wald, ist ja nicht so unwegsames Gelände, aber um die Kurven ist das jetzt trotzdem praktisch gewesen. Ja. Genau, das muss ich noch einriegeln, bevor ich auf die Straße fahre. Ja. So darf ich jetzt entriegelt, dann darf ich eigentlich nicht auf die Straße. Und da um die Ecke vorne beim Wald hätte ich nicht gedacht, aber es ging gerade knapp. Jawohl.
Vielleicht filme ich beim Abladen. Hab's vergessen beim Aufladen, weil ich war noch ein bisschen nervös, weil ich das zum ersten Mal so richtig gemacht habe. Aber das geht eigentlich ganz gut. So, heute Freitag sind noch die Äste und Sträuche. Und ja, unten drin ist sogar noch recht grob. Ja, von einem Hag. Und da kann ich alles durch den Wald und Nebenstraßen, sonst könnte ich ja so gar nicht auf die Straße. Zum Glück. So, jetzt schon das zweite Astfutter. Und morgen wahrscheinlich noch einmal eins oder zwei. Ja, es geht schon viel besser mit dem Kran als von Hand.
Weil die erste war noch so in einem Bachbord unten. Und Vater hat sie abgehauen und ich konnte sie mit dem Kran hochheben. Ja, sonst ist das eine riesen Bürze, das von Hand zu machen. Aber ja, viel kann man nicht miteinander nehmen, das ist, ja, aber es hat mir gefallen, besser als von Hand, sonst wären wir sicher noch nicht so weit. Ja, wir haben immer noch Sahara-Staub, wenn man und ja, ein bisschen bewölkt auch wieder. Diese Nacht könnte es eventuell ein bisschen Regen geben, aber viel sicher nicht. So, jetzt wünsche ich euch ein gutes Wochenende. Tschüss zusammen. Danke fürs Zuschauen.